Es lebt, der Fisch lebt. Wir sind bei Lilie heute, warum? Weil wir haben ja auf den Workshops immer wieder gefühlte 100.000 Fragen. Was nehmt ihr für euer Wasser? Was sind das für gelbe Kapseln, die ihr in euren Kanistern habt? Und exklusiv heute, extra für uns, sage ich jetzt mal so, ist der Simon heute mal, der euch das einfach nochmal erklärt. Uns natürlich auch nochmal ganz genau. Toll, dass du dich kurz mal hier losgerissen hast, ja, von bitte, den ganzen Menschen. Zertec-Kapseln. Warum, weshalb, wieso, was ist das, wie funktioniert es, warum wird dann Wasser gesund? Ja, Zertec, ja, du hast ja gerade schon erklärt, Zertec ist die gelbe Kapsel, die schwimmt im Wasser und hält das Wasser für bis zu ein Jahr lang frisch. Klingt komisch, ist aber so. Also die Kapsel hier innen drin ist ein Bioelektrodepot. Dieses Bioelektrodepot ionisiert. Die Ionen gehen raus ins Wasser, heften sich an Keime, die im Wasser rumschwimmen, okay, und ziehen die Keime hier in das Graue, das ist Keramik. Da wird es dann reingezogen und somit bleibt das Wasser einfach frisch. Wie muss man sich als Laie jetzt mal ganz simpel, nicht wissenschaftlich, bioionisiert? Was bedeutet das? Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Das sind innen drin ist ein eben dieses Bioelektrodepot, ja, und dadurch wird bioelektrischer Strom, ah, okay, abgegeben, mhm, ans Wasser. Okay. Negative geladene Ionen, genau, gehen raus ins Wasser, okay, gehen an die Keime rein und ziehen die einfach hier rein. Ah, okay, und die, genau, kommen dann nicht wieder raus? Die kommen und nicht wieder raus, genau, sterben, werden da festgehalten, genau. Genau. Die Keramik, die ist riesengroß, wenn man die auffaltet, weil Keime suchen sich ja auch ganz gerne die größtmögliche Oberfläche. Okay. Wenn man diese Kapsel hier, wenn man die Kapsel aufmachen würde und die Keramik rausmachen macht und die, ja, auffalten würde, okay, rein, wenn das rein theoretisch gehen würde, hätte man eine Fläche von über 1000 Quadratmetern. Es Komm ist ein riesiges mit dem Bus, Labyrinth, ne? Innen drin, ja, und da verirren sich die Keime eben rein. Okay. Es kommen ja auch immer wieder die Fragen mit Silberionen, ja, nein oder so. Hier sind ja keine Silberionen. Genau, das ist völlig, ne? Genau, ohne, völlig silberfrei, entspricht damit auch der deutschen Trinkwassernorm, die Ende 2017 eben Silberionen verboten hat. Okay. Genau. Die gibt es jetzt für verschiedene Größen, ne, von, genau, Tanks. Und ich glaube sogar für die Kaffeemaschine irgendwie, ne? Genau, wir haben sie für verschiedene Tankgrößen. Okay. Wir haben sie für Behälter bis 30, genau, bis 100 und bis 200 Liter. Ist kein und Benzin. Auch für die Kaffeemaschine. Sieht dann so aus. Da kommt die Kapsel einfach rein und hält das Wasser frisch. Ich sag mal so, die in der Kaffeemaschine, das ist wie ein Frischwassertank in klein. Und das heißt ja nicht, dass da auch dass da keine Verkeimung ist oder sowas. Es ist so, hat sogar noch einen positiven Aspekt, dass das Wasser eben neben dem Frischhalten noch etwas weicher wird und der Kaffee schmeckt dann auch etwas weicher. Wo kann man euch denn quasi hier im Netz finden oder wo kann man die Kapseln kaufen? Also wir sind im normalen Internet eben vertreten und da können Sie Live. Genau, da können Sie sich nochmal informieren zu dem ganzen Thema, ja, und eben dann bei den allen großen Fachhändlern kaufen. Also auf unserer Homepage sind auch Links zu den Shops drin, okay, und da kann es einfach dann bezogen und gekauft werden. Ja, dann würde ich sagen, vom Fachmann einmal Lilie erklärt. Den Fisch zeigen wir jetzt nicht nochmal. Ups.